so alle Jahre wieder auch hier in Hagen, der Tag des Rauchmelders. Das ist immer ein Freitag, der 13. heute, der 13. Juni. Und ausgerichtet wird das Ganze immer vom Verband der Feuerwehren der Stadt Hagen. Hier in Hagen bei uns der Vertreter, der Herr Demin. Was gibt es hier heute alles zu sehen? Ja, wir haben hier einmal wieder unsere Drehleiter, wie man im Hintergrund sieht. Da können die Kinder wieder ein bisschen mit fahren und die Stadt von oben begutachten. Dann wird hier über unseren Brandsimulator wird gezeigt, wie man Brände richtig löscht mit einem Feuerlöscher. Es wird gezeigt, was passiert, wenn Spraydosen explodieren, das heißt, wenn die warm werden und dann sich ausdehnen. Dann gibt es einen lauten Knall, das kann man hier auch noch mit sich angucken. Dann haben wir unser Brandhaus, wo Brand simuliert wird. Die Funktionsweise von den Feuerlöschern, was passiert, wenn man Türen geschlossen hält, was passiert, wenn man Türen offen hat, wie die funktionieren dann, wenn der Rauch im Treppenhaus hochsteigt oder im Raum und zu dem Rauchmelder dann kommt. Da hört man dann, oder hat man einen kleinen Eindruck, wie laut dann so ein Rauchmelder ist. Dann haben wir Informationsmaterial, das der Bürger sich mitnehmen kann, wo drin erklärt ist, was man beachten muss beim Kauf von Rauchmeldern und wo man sie am besten in der Wohnung anbringt, dass man das auch zu Hause hat. Wenn wir es eher erklären, dann kann es sein, dass man das, bis man zu Hause es wieder vergessen hat. Also kann man sich das alles mitnehmen. Ja, und unterstützt werden wir nicht nur, also wir sind nicht nur der Stadtfeuerwehrverband hier, sondern werden auch von den Kollegen der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr unterstützt. Weil alleine könnten wir das auch gar nicht stemmen hier. Da ist schon einiges los hier an der Drehleiter beim Einsatz, hat die Jüngsten in die Höhe befördert dann auch. Bleiben wir beim Rauchmelder, eine wichtige Sache mittlerweile auch teilweise auch in Nordrhein-Westfalen schon gesetzlich geregelt. Ja. Ist die Nachfrage heute nach Informationen? Bis jetzt noch gemäßigt, aber ich denke mal so gegen Mittag wird sich das wieder ein bisschen steigern. Aber es ist immer jemand mal da, der fragt. Weil bis Ende 2016, also bis zum 31.12., muss auch in den Altbauten müssen Rauchmelder nachgerüstet sein. Bleiben wir nochmal bei den Rauchmeldern. Es gibt viele Arten und auch ganz unterschiedliche Typen, teilweise auch schon beim Discounter zu bekommen. Wozu rät man? Wo soll ich mir so einen Rauchmelder besorgen? Wo soll ich ihn kaufen? Da kann man eigentlich gar nichts raten. Das Wichtige ist halt, dass die Prüfkennzeichen drauf sind, also das VDS-Kennzeichen, das CE-Kennzeichen. Dann kann man sicher sein, dass die Melder, die man da erwirbt, auch dementsprechend geprüft sind, dass man was Vernünftiges erwirbt. Aber ansonsten, es gibt da von, ich sag mal, ungefähr 5 Euro fangen wir vielleicht an, die geprüften, bis hin zu 50, 60, 70, 80 Euro. Das ist dann nach Hersteller, ob es Funkrauchmelder sind, die dann untereinander vernetzt sind. Die sind dann dementsprechend ein bisschen teurer, aber ansonsten gibt es da von bis wie bei anderen Geräten auch. Ein Rat noch vom Fachmann, viele Menschen sagen, das brauche ich nicht, wenn ich nachts schlafe oder wenn ich eingeschlafen bin, den Rauch rieche ich doch. Warum brauche ich da einen Rauchmelder? Nee, den Rauch, den riecht man nicht. Viele Gase, die sind erstmal geruchlos, das heißt am Anfang zumindest kriegt man sie nicht mit und wenn man selber schläft, dann kriegt man auch den Geruch überhaupt nicht mit und wird davon nicht wach. Von daher ist es schon wichtig, dass man diese Rauchmelder hat, weil die machen dann Lärm und machen einen wach. Abgesehen davon, manchmal ist es ja gar nicht so, dass in dem Raum, wo man selber schläft, dann der Rauch ist, sondern in den Fluchtwegen und man dann hinterher, wenn man aufwacht, selbst wenn man den Rauch mitbekommt, die Fluchtwege dann schon verraucht sind. Und bei manchen Stoffen, je nachdem was da brennt, reichen schon 2-3 Atemzüge und man wird davon bewusstlos. Also das ist nicht zu unterschätzen.